Hallo. So, wir schauen uns jetzt an, warum wir jetzt eigentlich weg wollen von Processing und uns etwas Neues anschauen, nämlich Java. Wir wissen ja schon, Processing basiert auf Java, also Processing ist eigentlich nichts anderes als eine Klasse in Java und ist eigentlich schon ein tolles Tool. Man kann damit fast alles machen, es ist super erweiterbar und die Funktionen sind einfach verständlich und man hat schnell ein Ergebnis. So. Dennoch schauen wir uns jetzt Java an. Das bedeutet, wir verlassen diese kleine Umgebung Processing hier und schauen weiter in eine große Entwicklungsumgebung oder in eine neue Entwicklungsumgebung, nämlich hier in NetBeans. Installiert ist das ja schon. Ich habe hier jetzt auch schon ein kleines Programm offen, genau das Programm, das wir im nächsten Video dann auch gemeinsam programmieren werden. Aber vorerst eben die Theorie. So, wieso eigentlich? Java ist flexibel. Das bedeutet, Java läuft auf einer großen Anzahl von Plattformen und nicht nur jetzt auf Windows oder auf Mac, sondern eben auch auf Embedded-Systemen, auf zum Beispiel einem Raspberry Pi oder auf kleinen Steuerservern, die jetzt gar keine grafische Oberfläche brauchen. Es reicht ja oft, dass ich nur eine Konsole habe für meine Ausgabe oder dass ein Programm im Hintergrund als Prozess läuft, ohne dass ich ein Fenster sehe. Das auf verschiedenen Plattformen, wie zum Beispiel hier das JDK und das Java Runtime Environment Nummer 7, laufen zum Beispiel auf Solaris, auf sämtlichen Windows-Systemen, auf sämtlichen Linux oder auf vielen Linux-Systemen von Oracle, SUSE und Ubuntu, auf ARM-basierten Systemen. Das heißt nicht nur auf Intel-Plattformen oder natürlich auch auf macOS. Das betrifft aber jetzt nur die Java Standard Edition. Selbiges natürlich für die Java Enterprise Edition. Es gibt aber auch noch die Java Mobile Edition oder die Java FX für Web-Applikationen oder in Java Embedded. Gut. Der nächste Vorteil ist, Java-Applikationen müssen nicht so aussehen, wie uns die Entwicklungsumgebung vorgibt. So wie im Processing, wo immer das Fenster aufgeht, ist das in Java nicht so. In Java kann ich bestimmen, muss das Fenster jetzt aufgehen? Wenn ja, kann ich eins machen. Wenn nicht, mache ich keines. Dann läuft der Prozess im Hintergrund. Der nächste Vorteil ist der Speicherplatz. Processing bietet mir viele Funktionen, die aber in einer Riesenklasse verpackt sind und bei jeder exportierten Applikation teilt sind. Mit exportiert werden. Das bedeutet, eine ganz simple Applikation, die nichts anderes macht als Hello World ausgeben oder eine Applikation wie diese hier, die nichts anderes macht als meine Maus verfolgen, braucht im Processing schon 5,6 Megabyte an Daten. Dieselbe Applikation, ich habe hier das Beispiel, das wir dann anschließend noch programmieren, verbraucht genau 7 Kilobyte. Das heißt, dieser ganze Moloch, den Processing zur Verfügung stellt, der natürlich mir das Leben erleichtert, wird in Java nicht mit exportiert, sondern wirklich nur das, was ich auch selbst in der Applikation verwende und brauche. Also die Sachen, die ich hier zum Beispiel auch importiere. Auch ein Vorteil, Private und Protected funktioniert. Wir kennen das Problem, wir haben das alle hier uns angeschaut. Es gibt einen Button, wir haben hier Protected Variablen, wir haben Public Variablen, ich kann Variablen natürlich auch private setzen. Das hat im Processing nicht so toll funktioniert, es war nicht sehr verlässlich. Das liegt an der Architektur von Processing, wie diese Klasse, Java-Klasse intern aufgebaut ist. In Java selbst, oder wenn ich dann rein Java programmiere und diesen Käfig von Processing quasi verlasse, habe ich das Problem nicht mehr und die Sichtbarkeiten für Variablen und Methoden funktionieren ganz normal. Gut, ein großer Vorteil in Java ist natürlich auch die Community. Hat natürlich Processing auch, aber das ist nicht vergleichbar mit Java. Java hat eine riesengroße Community. Für jedes Codebeispiel gibt es irgendwen, der sich mit dem Problem beschäftigt hat oder der vielleicht sogar ein Package dazu geschrieben hat. Und die Auswahl an Bibliotheken. Schauen wir uns kurz den Vergleich an. Ich habe hier die Referenz von Java 7, Standard Edition, SE. Hier die Referenz von Processing. Processing-Referenz ist schon sehr übersichtlich. Das sind ein paar Funktionen. Recht nett. Hier ist die Referenz von Java. Das sind hier allein die Klassen, die alle zur Verfügung stehen. Ich kann sie nicht zählen. Es ist einfach nur viel. Und jede einzelne Klasse
hat natürlich auch ihre Funktionen, ihre Methoden, die ich dann verwenden kann. So, das heißt, Java ist viel größer, es gibt viel mehr fertige Klassen, viel mehr Funktionen, die mich unterstützen beim Programmieren oder die schon fertig daherkommen. So, viele von diesen Klassen kann ich natürlich aber auch im Processing verwenden. So. Und last but not least, die Entwicklungsumgebung. Processing, nette kleine Entwicklungsumgebung, Play- und Stop-Button, leicht zum Verstehen, hat man schnell heraus. Ja, aber Beispiel, ich gehe im Processing her und vergesse einen Strichpunkt. Ja, schön, da komme ich nicht drauf. Ich muss das erst kompilieren, ausführen, dann zeigt er mir eine Fehlermeldung an. Natürlich auch in der falschen Zeile. Gut, damit muss man leben. Man lernt ja schnell. Strichpunkt passt wieder. Nehmen wir jetzt eine andere Entwicklungsumgebung. Wir sind jetzt wieder in NetBeans und ich lasse in NetBeans einen Strichpunkt weg. Sofort wird mir die Zeile unterstrichen mit Rot und es wird ein Fehler angezeigt. Strichpunkt expected steht hier. Ja, perfekt. Strichpunkt rein, fertig. Selbes mit allen anderen Fehlern, die einem so passieren können. Wenn du jetzt eine Klammer vergesse, selbes Problem. Klammer expected. Also die Fehlersuche ist schon um einiges leichter und geht viel schneller. Das nächste, der Debugger. Im Processing einen Fehler finden ist schwierig. Meistens machen wir das mit Printeln. Wir gehen an einer Stelle printeln und lassen uns eine Variable ausgeben und schauen, was da drinnen steht zu dem Zeitpunkt. In einer richtigen Programmierumgebung, wie zum Beispiel NetBeans, klicke ich hier in der Zeile auf Stopp oder ich nehme diese Zeile, sage auch Stopp, dieser Stopp weg, führe das Programm aus und der Code stoppt genau an dieser Stelle. Das Programm wird jetzt bis zu der Stelle ausgeführt und ich kann genau schauen, was für Variablen. Ich habe hier eine Variable Frame, ja, das ist die Variable Frame. Die vom Typ JFrame. Und ich kann genau schauen, was drinnen steht, was für Eigenschaften hat dieses Objekt jetzt, was für Methoden. Ja, selbes für Label. Ich habe hier ein Variable Label, kann ich auch analysieren. Das heißt, alle meine Variablen kann ich dann zu dem Zeitpunkt, wo ich hier Stopp habe, genau mir anschauen, was stehen für Werte drinnen, wo ist der Fehler. Das geht jetzt natürlich nicht nur mit Play und Stopp. Ich kann auch jede Zeile einzeln sagen, jetzt diese Zeile ausführen, jetzt diese Zeile ausführen, jetzt diese Zeile ausführen. So lange, bis ich den Fehler zum Beispiel gefunden habe. Ja, dann geht es weiter. Ich kann Profile anlegen. Ich kann diese ganze Entwicklungsumgebung meinen Bedürfnissen anpassen. Ich kann sagen, wie groß will ich bestimmte Schlüsselwörter geschrieben haben, welcher Farbe will ich den Text markieren und so weiter. Und diese Profile kann ich natürlich dann für meine Bedürfnisse auch speichern und jedes Mal aufrufen, wenn ich dann vor dem Rechner sitze. Es gibt noch so Werkzeuge. Ich kann die Entwicklungsumgebung erweitern. Ich kann sie um Tools erweitern. Ich kann Plugins installieren und ich kann auch meinen Code in Repositories verwalten. Das heißt, wenn ich gemeinsam mit anderen Leuten an einem Projekt arbeite, dann ist es ja nicht so, dass ich programmiere USB-Stick und ich bringe sie, sondern irgendwo online ist der Code gespeichert. Wir greifen alle gemeinsam darauf zu und programmieren. Mit FTP wäre das ein bisschen suboptimal. Wenn ich was ändere, dann ändert wer anderer dieselbe Datei und überschreibt meine Änderungen wieder. Für solche Dinge gibt es eben Repositories. Hier sind NetBeans zum Beispiel schon Git, Mercurial und Subversion eingebaut. Die protokollieren jede Änderung dann mit und speichern nur diese Änderungen. Und ich kann dann zu jedem Zeitpunkt wieder zurückgehen. Das heißt, ich sehe genau, was für Programmierer hat was für Zeile hinzugefügt und kann sagen, diese Zeile jetzt übernehmen in die Live-Version oder nicht. Jetzt nur ein Beispiel. Gut. Außerdem denkt die Programmierumgebung für mich mit und schlägt schon beim Tippen vor, was ich für Funktionen oder Möglichkeiten habe. Zum Beispiel, ich habe hier jetzt die Variable Label. Da drinnen ist ein J-Label, ein Objekt. Ich gebe jetzt hier ein Label, greife auf die Variable zu, sage Punkt. Und schon geht ein Fenster auf mit allen Funktionen, die in diesem Objekt oder die in dieser Klasse drin definiert sind. Ich sehe auch die Parameter, die ich übergeben muss.
klicke die Funktion an, sehe die komplette Referenz dazu, sehe den Rückgabewert und kann die Funktion schon verwenden. Das funktioniert auch mit den eigenen Objekten. Also das funktioniert jetzt nicht nur mit diesen Objekten, die in Java definiert sind. Das funktioniert natürlich auch mit Objekten, die ich selbst definiere, wie unser Morehorn, unser Button. Anderes Beispiel. Ich kann viel schneller Variablen, Klassen, Funktionen umbenennen. Heißt Refactoring machen. Ich will zum Beispiel hier diese Variable Frame. Die soll jetzt nicht mehr Frame heißen, sondern Frame 1. Weil ich mache noch ein zweites Frame dazu. Dann sage ich hier Refactor. Rename. Frame 1, Refactor. Ich kann sogar ihm sagen, er soll auch in meinen Kommentaren die Variable ändern. Und jetzt ist alle Variablen, die Frame heißen, sind jetzt umbenannt von Frame in Frame 1. Geht auch wieder in die andere Richtung. Refactor, Rename, Frame, Refactor. Und alle meine Variablen heißen wieder Frame. Selbes funktioniert natürlich auch für Klassen, für ganze Package-Namen, für alles. Ja. Ich brauche also nicht mehr einzeln durchgehen. Im Processing würde ich so eine Funktion vergeben suchen. Vielleicht mit Suchen untersetzen, aber dann auch nur pro Datei. Auch nicht so verlässlich wie in dieser richtigen Entwicklungsumgebung. Noch ein Vorteil, Rapid Application Development. Ist jetzt ein kompliziertes Schlagwort, aber bedeutet nichts anderes. Ich kann schnell Applikationen erstellen, in dem Fall auch zum Beispiel schnell GUIs, also grafische User Interfaces erstellen. Gut, das kann ich im Processing auch, aber Buttons zum Beispiel im Processing hinzufügen, war dann schon ein bisschen mühsam. Selbes Problem in NetBeans. Ich mache ein neues JFrame, ist jetzt nur hier als Beispiel schon offen und habe hier eine Palette an Tools, die ich auswählen kann, wie zum Beispiel einen Button, einen Toggle-Button. Den ziehe ich einfach auf mein Frame und er ist auf meiner Bühne. Gleiches für eine Checkbox. Gleiches für ein Textfeld und so weiter. Und ich kann diese Dinge mit Actions, also mit Funktionen belegen, die ausgeführt, die automatisch ausgeführt werden, sobald ich sie anklicke. Im Hintergrund wird hier dieser Source Code für mich erzeugt, automatisch generiert. Generated Code, den ich nicht ändern darf, ist auch schon automatisch versteckt. Und es ist teilweise sogar markiert, wo jetzt ich meinen Code reinschreiben darf. Letzte Frage, hat das Ganze auch Nachteile? Vieles muss ich selbst programmieren. Processing stellt mir Sachen zur Verfügung, ich brauche mich um nichts kümmern, ich klicke auf Play und es läuft und es geht ein Fenster auf. Damit ein Fenster aufgeht, wir werden das dann im nächsten Beispiel sehen, ist in Java schon ein paar Zeilen mehr notwendig. Auch dieser Draw-Loop, diese Logik, dass ich eine Funktion habe, die automatisch immer wieder ausgeführt wird, ist nicht standardmäßig in Java da. Auch das muss ich mir selbst definieren. Machen wir im nächsten Beispiel auch. Gut, außerdem, darum habe ich hier die Referenz wieder offen, eine große Anzahl an Möglichkeiten und Funktionen bringt natürlich auch eine größere Komplexität mit sich. Das bedeutet, bis ich da eine Übersicht habe, was es alles gibt, wird Google mein bester Freund sein, dauert es natürlich. Das heißt, die Einstiegshürde, bis ich alles verstanden habe oder bis ich so weit bin, dass ich die wichtigsten Klassen und Methoden und Funktionen mir gemerkt habe, dauert natürlich etwas länger wie im Processing, wo ich die wichtigsten Sachen relativ schnell beherrscht und begriffen habe. Das war's schon wieder. Wir sehen uns im nächsten Videotutorial, in dem wir eine erste kleine Applikation in Java selbst programmieren. Bis dann.